Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge in der zweiten Staffel von King of Retail. Wir starten direkt hier in den nächsten Tag. Wir wollen ja unserem Konzern näher kommen, ne? Ach, guck mal, dann haben wir noch 9. 8. Oder auch so, ne? Nicht ganz, okay. Auf den Laden. Da hinten kommt er. Und der, ich glaube Steffen mit Nachnamen hieß er, ne? Der kommt ja gleich zum Auspacken. Na, der andere, genau. Auspacken dann. Ich weiß gar nicht, wie viele Artikel es waren. 30 hier. Na, nicht ganz so viel, sehr gut. Dann kann der draußen. Ich glaube, der andere kommt auch jetzt, ne? Warum die keine Bilder? Das ist schade. So, zumindest schon mal auf. Kannst du draußen auffüllen? A little help. Computer, er macht das schon ganz gut. Unbedingt einen Verkäufer einstellen. Hey. Er macht das Regal noch dann. Got a second. Schon da. Natürlich. Hey, a little help. Kann er denn? Guck mal, was kann. Zumindest Level er dann damit. Ne? Hey, got a second? Thank you. Ach, guck mal, der bedankt sich dann. Hey, got a second? Thanks. Geh dahin. Komm mal. Was macht sie? Sie macht, Ach, guck mal, jetzt kann man hier sogar Arbeitsbereiche zuteilen. Aufgabe zuweisen.
Hey, a little help. Die Hummer von dieser reinholen. Hey, got a second? Thanks. Thanks. Hey, a little help. Thanks. Excuse me. Oh. Hey, a little help. Hey, got a second? Excuse me. Thanks. Thanks. Ah, gibt auf jeden Fall gut Geld hier, ne? Hey, a little help. Er läuft schon hin, das gut. Hey. Hey, have a minute? Ja. Hey, a little help. Hey, got a Hey, can you help? Hey. Hey, a little help. Thank you. Thank you. Hey, can you help me? Thank you. Hey, ah, sie holt gut rein, glaube ich. Hey, can you help me? Hey, can you? Excuse me. Hey. Thank you. Excuse me. Hey, can you help me? Ist er gerade in Pause? Ach, der ist in Pause. Hey, a little help. Hey, got a second? Thanks. Hey, can you help me? Hey, have a minute? Thank you. Hey, a little help. Hi. Spare 2 seconds? Ja. Thank you. Bin schon da. Hey, can you help me? Hey, a little help. Die Pause, okay. Hey, a little help. Zack, zack. Thank you. Sie holt auch wieder rein, das ist gut. Hey, can you help me?
André ist schon parat. Auf jeden Fall noch einen Verkäufer holen. Hey. Thanks. Mal hin, ne? Hey, can you help me? Jetzt 15 Uhr, das heißt, er geht gleich nach Hause. Berühmtheiten müssen eigentlich gut sein mit. Thanks. Ah. Die Kasse? Naja. Hey. Hier hey, noch have a minute. Ah, da haben wir noch einen Computer. Die nehmen wir uns, junge Dame. Die Minute. Excuse me. Ich komme. Ja, sehen Sie Artikel. Hey, a little help. Stohlener Artikel, okay. Ich hoffe nicht, dass es ein Computer war. Der letzte Computer ist auch weg. Sehr schön. Hey. Thanks. Hey, a little help. Also ist auch nach Hause. Ich glaube, es war schon ganz erfolgreich, ne? Thanks. Hey. Thank you. Hey. Bin schon da. Hey, a little help. Den letzten Bildschirm noch. Hey, got a second? Natürlich. Der ist sehr elegant. Thanks. Ja, letzte halbe Stunde, ne? 10k haben wir jetzt auf dem auf der Uhr. Ich glaube, an die Kasse stelle ich mich erstmal. Gucken, was sie kann. Dann mache ich nämlich Verkäufer und teile das so ein bisschen hier auf. Die Gebiete. Guten Tag. Jetzt haben wir geschlossen, ne? Ja, dann brauchen wir natürlich nicht mehr. Okay. Ah, sieht auch gut aus hier. Fast alles verkauft.
Okay, Laptops wären noch da gewesen. Ja, dann gehen wir mal ins Büro, was es sagt. Lohn 202, das ist okay, finde ich, ne? Sind die alle mal wert? So, ich will jetzt mal ganz kurz gucken. Vielleicht haben wir sogar noch einen Verkäufer hier. Vorstellungsgespräch mal gucken. Was haben wir denn eigentlich? Nix. Marketing könnte er ein bisschen. Das heißt, wir stellen ihn einfach für Marketing ein. Okay. Arbeitsstart um. Komm, der kann um 9 beginnen. Ende. Ja, da frei. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Hier 17 Uhr Ende. Pause. Okay. Ja, das Coole ist, man kann jetzt auch, wenn die anderen Pause haben, dann einen an die Kasse setzen. Ne? So, jetzt soll ich einmal zuordnen. Werbetreibender, komm. Ist auch da erstmal eingeteilt. So, jetzt müssen wir mal hier gucken. Kasse, Marketing, Verkauf. Das ist auch nicht so verkehrt, ne? Verkauf. Was ist mit ihm? Würde ich nämlich gerne. Und zwar Aufgabe verwalten, laden, und zwar einmal Ladenfläche. So, auspacken brauchen die nicht. Dann verkaufen, wieder auffüllen, das ist auch nicht Sicherheit. Okay. So würde ich es lassen. Jetzt Ladenfläche, Verkauf, wieder auffüllen, Sicherheit. Speichern. Nehmen wir hier nochmal. Speichern. So. Und zwar Ladenfläche. Er macht morgens Latte frei, so. Okay. Und sie gehen wir auf Nachmittags, ja. Arbeitsstadt, Arbeitsbeenden ist hier. Hier, hier, hier. Soll aber Ladenfläche ganzen Tag. 14 Uhr. Warum geht er denn in Pause? Okay, er geht um 12, das passt. Das heißt, ich habe jetzt zwei auf der Fläche, ne?
kann er denn Vorstellungsgespräch? Kasse? Verkaufen? Dann lasse ich ihn nämlich nur begrüßen. Dass er uns die Leute reinholt. Und das brauche ich eigentlich erst ab der Mittagszeit beginnen. Arbeitstag starten so ab 9. Ne? Enden nochmal hier. Und er kann Freitag frei haben. Wann hat der andere denn frei? Sonntag? Samstag? Er hat Samstag und Sonntag und er dann Freitag. So, jetzt soll er hier begrüßen. Okay, dann sagen wir hier Aufgabe. Nennen wir Dor. Okay. Das heißt, er begrüßt und Sicherheit. Den nehmen wir dann komplett in. So und speichern. Jo. Sicherheit Dor. Ganzen Tag zuteilen. Pause kann er ja dann um 13 Uhr gehen. Sehr schön. Gucken, ob das so funktioniert. So, wir müssen auch noch Ware bestellen, fällt mir gerade ein. Und zwar Mindestbestellung. Wir haben 8000. Oh, das geht sogar hinzufügen. Sehr cool. Das geht dann ganz gut weg. Ich glaube, die Computer, ne, die gehen gut weg. Aufgegeben und dann sehen wir uns zum nächsten Tag. Bis dahin, ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss.